Wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Susan Heath. Ich bin Love und Life Beraterin, schreibe eigene Bücher, schreibe in Expertenportals, bin häufiger im TV als Expertin zu sehen und möchte heute mit Ihnen über Küssen statt Nikotin sprechen. Also, hier sehen Sie nochmal Susan Heath. Auch mein Lebensmotto, lieben, lachen, leben, was ja super gut ist. Und ja, also kommen wir zum Küssen, was es ausmacht und was es wert macht, Nikotin zur Seite zu legen. Also erstmal schauen Sie mal, diese süße Kuh. So viel Küsse hat diese Kuh bekommen. Nicht von mir, aber immerhin, sieht doch süß aus. Das ist ein Aschenbecher, leer und sauber, wie Sie sehen. Sie sehen also, ich hatte das super große Glück, niemals in meinem Leben Raucherin zu sein. Und deswegen kann ich natürlich ein bisschen gegen die Raucher wettern. Aber es ist nicht nur gegen die Raucher wettern. Ich selber habe auch schon Raucher geküsst und ich muss sagen, sie schmecken wirklich nicht gut. Also es tönt eher ab, als es antönt. Darum, was macht Küssen? Küssen macht sie glücklich, Küssen hält sie jung, Küssen macht sie schlank. 15 bis 20 Kalorien pro Kuss. Ich meine, man muss eine Menge küssen, aber immerhin. Küssen heißt richtig intensiv sich reinbegeben. Das heißt, sie fühlen sich gut. Die 1000 Botenstoffe werden in ihrem Körper angeregt. Milliarden von Nervenzellen zittern und gehen los und sie schweben auf Wolken. Natürlich nicht bei einem Handkuss. Da gibt einer Frau ein gutes Gefühl, gar keine Frage. Das macht einen galanten Mann aus, von dem wir heutzutage nicht mehr so viele haben. Aber ich bin hoffnungsfroh, dass es mehr werden. Küssen macht schön. Sie müssen denken, 38 Gesichtsmuskeln bewegen sich automatisch. Und Sie müssen dafür nicht mehr zum Schönheitschirurgen, um sich Botox spritzen zu lassen. Wie schmerzfrei und wie günstig. Sie sparen Geld und bleiben gesund und vor allen Dingen glücklich, glücklich, glücklich. Ist doch ein guter Grund, loszugehen und zu sagen, hier, das heute war meine letzte Zigarette. Ab heute werde ich Kuss-Fan und mir geht es gut. Also, was macht Küssen mit Ihnen? Hält Sie jung? Hält Sie reich? Sprich, Ihr Portemonnaie wird weniger belastet. Ihr Körper dankt es Ihnen. Sie leiden nicht an Lungenkrebs. Sie werden nicht vom blauen Dunst vernebelt, vom Nikotin aufgesogen und nikotingeschwängert gehen Sie nicht durch irgendwelche Räume oder durch irgendwelche Betten, wie auch immer. Es tut Ihnen einfach gut. Das heißt, mein Rat, küssen Sie ab heute mehr. Und sagen Sie sich dem Nikotin los, auch wenn es Ihnen im Moment schwerfällt. Aber wirklich, wenn Sie sich einmal dem Küssen verschrieben haben, wenn Sie sehen, nichts ist schöner. Ein Kuss ist doch die Öffnung der Seele. Und also ich meine, sowas Fantastisches, da möchten Sie nie, nie, niemals drauf mehr verzichten. Und deswegen sagen Sie sich los, küssen statt Nikotin, sagen Sie es bitte weiter und machen Sie es, animieren Sie die ganze Welt es zu tun. Küssen Sie häufiger, bieten Sie auch einen Kuss gegen eine Zigarette an, sprich, dass der andere die Zigarette wegschmeißt, dann bekommt er einen Kuss. Und wer weiß, vielleicht werden Sie noch zum begehrten Objekt der Begierde, bekommen Ihren neuen Traumpartner daraus oder Ihre Traumpartnerin oder morgen sieht Ihre Kusswelt völlig anders aus. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie noch mehr von mir wollen, www.susan-heath.de. Dort finden Sie mich. Ansonsten schreiben Sie mir, rufen Sie mich an, machen Sie einen Termin und küssen Sie. Alles Gute.